und komme zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums des Innern. Zur Beantwortung der Fragen steht der parlamentarische Staatssekretär Dr. Ole Schröder zur Verfügung. Ich rufe auf die Frage 38 des Abgeordneten Herrmann zur Beteiligung der Bundespolizei an der Zuverlässigkeitsüberprüfung gemäß Paragraf 7 Luftsicherheitsgesetz. Bitte, Herr Staatssekretär. Herr Abgeordneter, ich beantworte Ihre Frage wie folgt. Die Länder führen Zuverlässigkeitsprüfungen gemäß Paragraf 7 Luftsicherheitsgesetz in Bundesauftragsverwaltung durch und holen die erforderlichen Informationen im Rahmen einer Regelabfrage bei ihren jeweiligen Polizeivollzugs- und Verfassungsschutzbehörden ein. Gemäß Paragraf 7 Absatz 3 Nummer 2 Luftsicherheitsgesetz dürfen auch die genannten Sicherheitsbehörden des Bundes, soweit dies im Einzelfall erforderlich ist, angefragt werden. Dabei sind Anfragen an die Bundespolizei gesetzlich nicht vorgesehen. Ob die Bundespolizei bei der Zuverlässigkeitsprüfung durch die Luftsicherheitsbehörden durch eine entsprechende Änderung von § 7 Absatz 3 Nummer 2 Luftsicherheitsgesetz künftig stärker mit einzubeziehen ist, wird von der Bundesregierung derzeit erwogen. Sie haben das Wort zur ersten Nachfrage. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Herr Staatssekretär, ist Ihnen bekannt, dass die jetzigen Behörden, die mit der Prüfung, dieser Zuverlässigkeitsüberprüfung nach § 7 betraut sind, überhaupt nicht in der Lage sind, die Datenbestände der Bundespolizei anzuzapfen, insbesondere den Bundespolizei-Aktennachweis? Es gibt keinen Zugriff auf den sogenannten geschützten Grenzfahndungsbestand. Und ist da aus meiner Sicht ein dringender Handlungsbedarf angezeigt und ist absehbar, wann genau die Bundespolizei im § 7 mit erfasst wird oder wird das eher Flughafen Berlin hier um die Ecke? Das Ganze regelt ja ein Bundesgesetz. Das Gesetz ist ja in der letzten Wahlperiode angepasst worden. Der ist ja auch genau dieser Aspekt auch intensiv diskutiert worden innerhalb der Koalition. Man konnte sich innerhalb der Koalition nicht darauf einigen, dass die Bundespolizei im Rahmen der Regelabfrage mit einbezogen wird. Aber selbstverständlich ist das weiter zu diskutieren innerhalb einer neuen Koalition. Sie haben das Wort zur zweiten Nachfrage. Vielen Dank. Ist Ihnen bekannt, unter anderem die Luftsicherheitsbehörde, die zuständige in Stuttgart. Dort ist es gängige Praxis, dass bei der Zuverlässigkeitsüberprüfung man als ausreichend erachtet, dass der Antragsteller Kopien vorlegt und mit seiner Unterschrift dort bestätigt, dass die Kopien dem Original entsprechen. Und wie bewerten Sie das vor dem Hintergrund, vor allem bei Bewerbern mit Migrationshintergrund mit afghanischen Staatsangehörigkeit, syrischer und irakischer Staatsangehörigkeit, wenn die dort mit ihrer eigenen Unterschrift bestätigen, dass die Kopie dem Original entspricht? Halten Sie diesen Prüfungsstandard für ausreichend im Sinne von § 7 Luftsicherheitsgesetz? Ich kann jetzt zu Einzelfällen keine Stellung nehmen. Ihre Anfrage bezieht sich ja darauf, welche Dateien der Sicherheitsbehörden mit einbezogen werden bei der Regelabfrage. Und genau diese Abfrage der Dateien ist ja notwendig, um auch unter Umständen prüfen zu können, ob die vorgelegten Dokumente auch der Richtigkeit entsprechen. Und selbstverständlich muss sichergestellt werden, dass die Dokumente auch echt sind und nicht unecht. Herzlichen Dank. Es gibt keine weitere Nachfrage. Dann gehen wir zur Frage 39.